Moin und willkommen zurück zu X4. Der nächste Teil des, ich nenne es jetzt einfach mal Genesis-Plots, liegt an. Da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Wir haben hier drei Positionen, die wir mit Schiffen besetzen müssen. Und ich habe ja zufälligerweise drei Schiffe hier. Ich muss nur einmal ganz kurz gucken. Die machen gerade alle nichts. Ich würde sie alle einmal kurz von der Station wieder entbinden. Und würde dann sagen, das Schiff dorthin. Das Schiff dorthin. So macht man das. Ich habe mich schon gefragt, wie man einen Rahmen zieht. Genau, und ich selber fliege mit der Marco an diese Position. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Von daher, auf geht's. Navigationsbarke. Es sieht aus, als würden Sie Ihr Schiff für den synchronisierten Scan positionieren. Bitte versuchen Sie, präzise zu sein. Wir können keine ungenauen Messwerte in unserer Datenbank gebrauchen. Sobald Sie den Scan von Ihrem Schiff aus initiieren, folgen die anderen Captains Ihrer Führung. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ankommen. Boah, sind Sie tatsächlich schon? Okay. Dann. Ach, sehr gut. Wir empfangen den Datenstrom. Wir haben, was wir wollten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir sind weit weg von zu Hause, haben zu wenige Hände und zusätzliche Aufgaben, die erledigt werden müssen. Bitte treffen Sie mich auf unserem Schiff, um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Wir haben da unten ein lilanes Signal. Warum haben wir da unten ein lilanes Signal? Auf jeden Fall bitte hierhin fliegen und warten. Und du kannst mal. Was bist du überhaupt für ein Captain? Okay. Was ist denn, wenn ich dir den Auftrag gebe? Hier zu handeln. Und zwar müsste das doch auch hier drüber geben, gehen. Und wir sind in, ich vergesse das leider immer wieder, profitabler Handel 1. Warum gibt's das nicht? Achso, Ware auswählen. Ist das nicht egal? Ja, was gibt's denn hier? Hüllenteile zum Beispiel. Hüllenteile. Da kauft ihr das Ding hier.
Na, gucken wir mal, ob der hier handelt oder nicht. Ja, ja, und diesen Befehl, den nehmen wir natürlich auf. Und jetzt fliegt er tatsächlich los. Oder auch nicht. Autopilot eingeschaltet. So. Gucken wir da mal eben weiter. Was macht der hier? Wenn man nur so ein paar Einzelne hat, dann fällt das dann natürlich immer gleich auf, wenn nichts Großartiges passiert. Da guckt man auch bei jedem Einzelnen. Wenn man nachher größere Flotten hat von Bergbauschiffen, sage ich jetzt mal, dann guckt man gar nicht mehr. Aber dann kommt regelmäßig Einkommen durch irgendwas, durch irgendeinen Sektor. Da ist das schon eine ganz andere Nummer. Autopilot ausgeschaltet. Und die sucht jetzt halt wieder nach einem Händler, der kompletten 12.000 Kubik Okinawa Forschung auch haben möchte. So, und wir docken mal eben an. Erfolgreich angedockt. Marco. Und wir zumindest auch mal einen weiteren Plot vorantreiben können, ne? Guten Tag. Kann man dich kaufen, aber mit dem Hals? Guten Tag. Kann man viel Glück da draußen. Ja, ja, danke. So, gehen wir auf die Brücke. Guten Tag. Viel Glück da draußen. Lassen sich alle nicht abwerben hier. Grüße. Der Verlust des Zugangs zu unserer Forschungseinrichtung war der Grund für diese Expedition. Sie, natürlich, haben dies aus erster Hand miterlebt. Nun haben wir nicht nur unsere Einrichtung lokalisiert, sondern auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wenn sie wieder unter unserer Nase verschwindet, wird es uns nicht so schwer fallen, sie aufzuspüren. Wir haben eine Software vorbereitet, die uns hilft, wieder Zugang zu erhalten. Aber unser Schiff ist nicht wirklich unauffällig genug, um es auf unserer Station zu positionieren. Die Malware sollte subtil genug sein, um vom aktuellen Besetzer unbemerkt zu bleiben. Ihre Aufgabe wird es sein, es an diesem von unserem Analysten festgelegten Standort zu positionieren. Laut den Anmerkungen in den Stationsplänen sollte da ein Signalleck neben etwas sein, das wie ein Ventil oder Fenster aussieht. Aber Sie werden das schon herausfinden, wenn Sie dort sind. Ich kann sagen, das ist doch meins. Brauchen wir gar nicht so noch unauffällig machen. Was? Auch, was? Wer wird beschossen? Pause. Das war der hier, ne? Tag. Marco. Oh, da hab ich vielleicht ein Schiff weniger. Das ist ja ätzend. Wo kommen die denn her? Königinwächter. Baldrick. Okay, jetzt sind nur die Schilde weg. Königinwächter. Das ist meine jetzt auch. Durch den Asteroiden, da muss ich mich einmal ganz kurz dahinter verstecken. Zum wieder aufladen. Jetzt können wir angreifen. Schwarmwächter. Ah,
Aber die ziehen leider von dann, beziehungsweise nee, die folgen immer noch meinem Frachter. Wehtun. Zumindest wenn beide mich gleichzeitig angreifen. Ist zum Glück nicht der Fall. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man später eigentlich nur auf L-Schiffe im Bereich Handel und Bergbau gehen sollte. Weil die Schilde sind einfach dick genug. Man hat ja gesehen, bei meinem waren die eigentlich gerade eben schon weg, bei dem S. Und ich war jetzt zufällig ja im selben Sektor, also von daher kann ich schnell eingreifen. Das geht aber nicht immer. Dann wieder zurück zum Hauptquartier. Scannen, ohne dass ich es mitbekomme. Dass ich da so gepennt habe mit meinen ganzen Transportern, dass die ja schon lange hätten handeln können. Ich meine, letztendlich. Ich könnte das auch mein. Was im Namen der Königin glauben Sie da zu tun? Wird dies dem leidigen Schiff helfen, seine störenden Angelegenheiten abzuschließen? Nun, ich nehme an, das wird es. In diesem Fall seien Sie bitte so freundlich, die Station mit Ihrer Malware zu infiltrieren, damit ich sie mir ansehen kann. Mhm. Ich würde was anderes sehen, und zwar müsste doch mein Kark. Kark, sag ich schon, mein Xenon-Schiff, das da. Das müsste doch auch handeln können. Das hat ja auch Laderaum. Sogar schon 3 Sterne, der Pilot. Ach, das ist ja mein Hauptpilot gewesen, der immer mit mir geflogen ist. Der hatte ich mal in einem anderen Video erwähnt, dass die ganz gut mitleveln, wenn die auf meinem Schiff sind, was ich gerade steuere. Das heißt, alles, was ich eigentlich mache, lernen die. Das heißt, der kann schon echt ganz gut voran hier. So, und dann machen wir auch, was war das? Hüllenteile, die werden sehr, sehr viel benötigt. Und ach ja, man kann ja mehr auswählen. Kann ja noch Energiezellen nehmen. Das sind ja somit die wichtigsten Sachen am Anfang. Freibeuter. Maximale Sprünge 2 und 2. Bestätigen. So, und dann gucken wir mal. Palladianisches Stadtschiff.
Stationssicherheit, Kurzstrecken, Laserturm, Zivil, Hauptquartier, Tourbus, Hauptquartier, Wartungsschiff. Was soll denn der Quatsch? Hier wird doch irgendwo... Da. Minotaurus, Plünderer. So, wir versuchen mal, den abzuschießen. Meine Station kann leider nicht helfen, da ich noch keine... keine Waffen an Bord habe. Aber die ist ganz gut beschäftigt zum Glück. Frage wechselt. Wechselt die jetzt auch nicht? Warte. Wir sehen die Truppe jetzt. Aber die Krieger werden wir ja da wieder aussteigen. Und jetzt können sie voll übernehmen. Das wollen wir nicht wirklich. Bitte aber nicht. Nein, ich tue es nicht. Wem habe ich geholfen? Angreifer. Haladi, Teladi, Haladi, Gott, oh Gott. Sehr schön. Zurück zur Station. Pakt von Grüne Schuppe hat den Vorteil, da ist quasi die... der Ruf ist eingefroren, sozusagen. Also damit passiert nichts, egal was man macht. Geht nicht nach oben oder geht nicht nach unten. Das kann man wohl später, soweit habe ich aber noch nie gespielt... ändern, dass man das eben nach oben oder nach unten schrauben kann. Aber das ist so ein Endgame-Content. Was mich jetzt interessieren würde, fliegt der los? Ne, der fliegt nicht los, ne? Ha! Guck ich mir gleich an, was bei dem los ist, warum der nicht losfliegt. Weil der noch den ersten Befehl hat, denke ich mal. Na, wenn ich den jetzt auswähle hier, den H... Hat er mit Sicherheit hier noch irgendwo den Befehl zu warten? Den Befehl würde ich ihm gerne nehmen. Ja, natürlich dann zu handeln. Fehlt dem schon wieder Hülle? Weiß ich nicht. So, los geht's. Das habe ich sogar selber gebaut da. Dann fliegen wir doch mal da hoch. Und das eigentlich nochmal speichern. Zahlung erhalten. Irgendjemand hat für 5000 Credits gehandelt. Das wird wahrscheinlich der kleine Transporter sein, der S-Transporter. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, den zu verkaufen und einen größeren zu organisieren. Okay.
Müsste nicht auch, okay, von Handel ausstehend 292.000. Okay, genau, das ist irgendwie runtergegangen, weil die müssen ja erstmal quasi mein Geld investieren. Und das hat auch einer gemacht. Hat gekauft und bringt 292.000 zurück. Ja, wir sind bei 560.000, das ist schon okay. 560? 600. 60. Das ist noch besser. Warum sind jetzt hier so viele Schiffe? Verteidiger. Stoppen, stoppen, stoppen. Beine schon wieder andocken. Handelserlaubnis erteilt. Scannen Sie mich nur. Ihr Scan ist super. Erfolgreich angedockt. Sir. Marco. Terraforming, ja, ja, genau. Terraforming ist quasi auch das, womit man nachher grüne Schuppe verändern kann. Habe ich zumindest so gehört. Ich habe keine Ahnung, was Terraforming damit zu tun hat, aber... Naja, es gibt halt im Laufe des Spiels noch ein paar Forschungen mehr, die man bekommen kann. Außer die, die eh schon von vornherein verfügbar sind. Was ist das? Er hat Ihnen unsere Nachforschungen übergeben? Unglaublich! Aber Sie sollten Software einschleusen. Wie ist das passiert? Ich habe diesen Boronen und seine Fähigkeiten deutlich unterschätzt. Nein, wir fliegen weg. Das bedeutet, wir können mit Projekt Genesis fortfahren. Es ist unsere höchste Priorität. Wir sollten uns den Boronen besser nicht zum Feind machen. Also werden wir ihn vorerst im Besitz unserer Station lassen. Wir müssen besser vorbereitet zurückkommen, wenn wir unsere Station wiedererlangen wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell Fortschritte machen würden. Davon abgesehen, könnten wir etwas mehr Hilfe von Ihnen gebrauchen. Sie werden einem unserer Mitarbeiter beim Erwerb von Forschungsergebnissen helfen, die für Projekt Genesis von entscheidender Bedeutung sind. Ein unabhängiger Wissenschaftler. Lassen Sie mich Sie kontaktieren. Grüße! Wir senden Ihnen den Piloten, den Sie angefordert haben. Ist diese Kreatur qualifiziert? Ja. Nein, nein, nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Dieser ist mindestens ein Zwei-Sterne-Pilot. Erwarte ihn am Versuchsort. Okay, er ist unterwegs zu Ihnen. Das ist erledigt. Bericht an Kuro Mankami. Sie experimentieren mit einem Phänomen in die Leere und werden Sie ihrerseits unterweisen, sobald Sie dort ankommen. Dies mag zunächst zusammenhanglos erscheinen, aber seien Sie versichert, Sie helfen, unsere Zukunft zu gestalten. Ihnen fehlt anscheinend wichtige Raumanzugrüstung. Nehmen Sie das hier mit. Es wird später nützlich sein. Das ist gar nett. Als neues Zuhause für ihr Volk zu kolonisieren. Die Terraner experimentierten einst mit einer solchen Terraforming-Technologie, was zur Erschaffung der Xenon führte. Hoffen wir, dass die Sigaris-Pioniere ihre Fehler nicht wiederholen. So, jetzt können wir den Plot ja ruhig ein bisschen verfolgen. Wir haben ja unser passives Einkommen durch unsere anderen Schiffe. Weil ich echt überlege, wenn ich jetzt... Was kostet mich denn so ein vernünftiger Frachter? Naja, was heißt vernünftig, ne? Nee. Ich hab gerade überlegt, einen Frachter zu kaufen und den Kleinen dafür zu verkaufen, aber... Sir? Das ist so viel Geld, was weggeht. Das Geld brauche ich ja gerade zum Handeln, ne? So, docken wir mal ab. Speichern wir ab. Das Schiff haut ab bei uns. So, dann überprüfen wir noch einmal ganz kurz, was unsere Schiffe machen. Der will andocken an Baulager.
Der hat Höhlenteile dabei. Unser großes, langsames Schiff. Der hier. Hat Energiezellen dabei. Und die möchte er dort verkaufen. Gut. Kann er tun. Ist die Frage, ob wir bei dem nicht auch nochmal... Ach, der kann tatsächlich nur eins. Aha, okay. Da liegt es tatsächlich an Sternen, dass der auch noch deutlich mehr kann. Also der kann ja beliebig viele, wenn der sich nur auf ein einziges Gut konzentrieren kann. So, der hier macht nichts, weil er wahrscheinlich wieder nicht alles auf einmal los wird. Ja. Und jetzt gibt es ja auch wieder extrem wenig, weil keine Nachfrage da ist. Wenn ich hier handeln wollen würde, 23.000, das ist ja nicht meiner. Wo ist denn mein... So, der ist auch voll mit Eis. Ich bin hier auf Eis eingestellt. Hier drüben würde sich Erz verkaufen lassen, was viel mehr Sinn macht. Das heißt, ich würde das einmal dahin wegverkaufen. Würde das abändern auf Erz. Der jetzt hier Eis verloren? Keine Ahnung. Gut. Autopilot eingeschaltet. Hätten wir eigentlich auch schon mal weiterfliegen können, ne? Jetzt kommen 309.000 aus Handel. Ach, durch Indien. Klar. Erreiche System Nupileus Glück. Erreiche System Frommer Nebel. Enorme Strecke. Aber das hier ist alles Highway. Und geht schneller als hier rüber. Also wenn der erstmal angekommen ist, dann saust er hier durch. Dann können wir noch mal ganz kurz gucken, was hat er jetzt alles an Bord. Fünfzehn Sachen. Okay. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe da das, ich glaube, eingestellt, dass illegale Sachen nicht mitgenommen werden. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Doch mal gucken. Erreiche System. Gesegnete Vision. Irgendwo war das doch. Erreiche System, reiner Blick. Gott, ich sehe das nicht. Aufgegebenes Schiff. Erreiche System, weiter Kontakt.
zerstören? Nö, man hat einen Töner ignorieren. Genau, den nehmen sie auf jeden Fall nicht mit. Das heißt, es kann nur ich. Das irritierende Schiff ist weg. Endlich. Der große Lebewesen verwirrt sich nicht mehr in seine eigentümliche Strahlung. Gut gemacht, Assistent. Okay. Ich habe gerade meine Auszeichnung freigeschaltet. Und das Geld ist da. Aber das können Sie jetzt auch wieder ausgeben. Ich würde jetzt noch nichts kaufen wollen, glaube ich. Weil ich hier schon gerne mal gucken würde, was mich hier so ein L-Transporter bei denen kosten würde. Der hier zum Beispiel, na, 4 Millionen. Ohne Ausstattung. Der auch 4 Millionen ohne Ausstattung. Jo, die Schiffe sind auch nicht ohne. Autopilot ausgeschaltet. Aber die sind ja mal krass, ne? Also was die an Hülle haben. Ja, sind es die aus der Mod? Ein paar Mods habe ich ja. Ich glaube, das hier nämlich auch, weil eigentlich... Ich hatte mal eben... Diese hier, die glaube ich die einzigen. Die haben mal eben doppelt so viel Hülle, die Dinger hier. Na, das ist halt so ein Ding, das würde ich echt gerne haben wollen. Eigentlich vor allem, weil sich das hier hinten noch dreht. Und das dann ist wie bei Babylon 5 zum Beispiel. Okay, die kennt man ja. Ja. Auch mobiles Bergbaubasisschiff. Verrückt. Aber wie gesagt, 4 Millionen, ne? Die scheinen angekommen zu sein. Aber wie sieht's denn mit einem M-Transporter aus? Was ist denn der Bolo? Nee. Baldrick. 700.000. 800.000. Ohne Ausrüstung. Ja, und dann wäre natürlich kein Geld mehr zum Handeln übrig, ne? Deswegen. Oh, willkommen! Wenn man was wir hier machen soll. Wenn Sie neue Assistent sein, dann sehen wir mal zu, dass Sie an die Arbeit kommen. Notieren Sie sich die Standortinformationen, die ich Ihnen gleich übermitteln werde. Meine andere Assistentin, Ihre zukünftige Kollegin sozusagen, testet derzeit eine neue Legierungszusammensetzung mit magnetischer Abschirmung, die Sie vor der Gefahrenzone schützen soll, in der Sie sich gerade befinden. Sie scheint aber Probleme mit anderen Bordsystemen zu haben und konnte der ätzenden Wolke noch nicht entkommen. Anscheinend stört die Strahlung die Navigationssysteme, sonst hätte sie einfach zu jedem Zeitpunkt den Ort verlassen können. Keine Sorge, Ihre Vorräte reichen völlig aus, um einige Zeit durchzuhalten. Wenn sie die Anweisungen zu ihren Aufgaben befolgt hat, sollte sie vor Durchführung dieses Experiments Navigationsbarken in der Gefahrenzone gelassen haben. Suchen Sie die Barken und finden Sie heraus, welche Frequenzen sie überwacht, um Kontakt herzustellen. Eine Rettungsmission! Ich kann meine Aufregung kaum zügeln!
Wir sollten uns beeilen, um die Forschungsergebnisse und den Assistenten aus seiner unglücklichen Lage zu retten. Jetzt kurz was gucken. Ah, das Ding hier ist immer noch rot. Also das hier, die letzte Grenze, haben die Xenon übernommen. So, hatte ich jetzt gespeichert? Ich mach's zur Sicherheit nochmal. Raum. Xenon gesichtet. Xenon Großkampfschiffs. Verfluchte Pechmütze. Ein K-Zerstörer. So, jetzt müsste es doch eigentlich gleich mal gefährlich werden. Ja, das ist zu sehen. Hier sind mehrere Navigationsbojen zu sehen. Stopp. Lokalisieren Sie die Navigationsbarken mit Ihrem Langstreckenscan. Aber achten Sie darauf, aus der Gefahrenzone rauszubleiben. Zwei Stück sehe ich. So, was mache ich jetzt hier? Speichere nochmal kurz. Okay, da ist die Boje, aber die macht eigentlich gar keinen Sinn. Klingt hier zwar fleißig, aber da kommt ja gleich dieses grüne Zeugs. Ihre Kollegin war anscheinend außerordentlich vorsichtig und ich rate Ihnen dasselbe. Sie installierte Schutzmaßnahmen, um Terraner und andere Kriminelle davon abzuhalten, sich einzumischen.
Solange sie nicht bedrohlich erscheinen, sollte weder ihr mechanisches noch ihr biologisches Gefäß zu Schaden kommen. Wenn sie nicht genug Navigationswagen haben, nehmen sie sich besser ein paar mit. Wir werden sie später benötigen, um eine Verbindung zu ihrer Kollegin herzustellen. Ich kann ja auch schon mal hier gucken. Ich habe gar keine Parken mit. Gut, dann da drüben noch mal eine. Ach ja, das erinnert mich so ein bisschen an die eine Mission von vor zwei oder drei Folgen. Navigationsmarke. Und zwei. Das dauert auch überhaupt nicht lang, ne? Jetzt oben noch ein bisschen drüber. Dann gehört die auf jeden Fall mit dazu. Frage, ist sie noch vor oder hinter dem Zeugs? Ich glaube vor. Also Minen. Laserturm Mark 1. Und Lasertürme. Wrack. Wir speichern lieber mal. Ein bisschen viele Lasertürme und Minen. Was vom Schiff ihres Vorgängers übrig geblieben ist. Wie Sie sehen, war er nicht kompetent genug, um durch diesen gefährlichen Raum zu navigieren. Es erübrigt sich zu sagen, dass er nach diesem Vorfall von seinen Pflichten entbunden und einer Wartungsmannschaft zugeteilt wurde. Lassen Sie sich diese Geschichte eine Warnung sein, Assistent, denn Sie müssen seine Fehler vermeiden, wenn Sie sein Schicksal nicht teilen möchten. Bedrohlich erscheinen, hatte ich gesagt. Da kann man nichts machen. Gehen Sie Ihre Einschätzung entsprechend ausreichend durch nach gewalttätigen Gegenmaßnahmen. Ich darf uns dem sigarianischen Vertragspartner die Ausrüstungskosten in Rechnung stellen. Sehr gut. Wir wissen jetzt, nach welcher Frequenz Sie suchen, um Ihren Weg hinauszufinden. Sie sollten hier einige kalibrierte Navigationswagen senden als Fixpunkte, um aus Ihrem Elend heraus zu navigieren. Schieben Sie eine Navigationsbarke in den Gefahrenbereich, damit Ihre Kollegin das Signal empfangen kann. Beachten Sie, dass Ihre Navigationsbarken wahrscheinlich selbst korrodieren werden, sodass vielleicht einige Versuche nötig sind. Na gut, dann holen wir mal Navigationsbarken von denen hier. Autopilot eingeschaltet.
Ja, darauf müsst ihr aber nicht warten. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen eingekauft, dadurch haben wir natürlich ein bisschen weniger Geld jetzt. Kein Plan, wie das gehen soll. Ich mache das jetzt einfach mal auf die Art. Ziel erfasst. Dieses Experiment war ein voller Erfolg. Die Zusammensetzung der Legierung hat die Systeme innen und Schädigungen geschützt. Die kleineren Navigationsprobleme sollten kein Problem darstellen. Wenn Sie als Pilot mit meiner Assistentin zusammenarbeiten. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie Ihr Schiff an einem sicheren Ort und schließen Sie sich meiner anderen Assistentin an. Sie beide werden ein großartiges Expeditionsteam sein. Warte mal. Ich soll mein Schiff verlassen und da rein? Wie genau stellt er sich das vor? Das ist das Schiff mal hier oben. Ausgeflogen. Okay, alles klar. Dann ist ja gut. Andocken nicht möglich. Wollte ich auch nicht. Sir? Muss ich nur mal ganz kurz gucken, dass das Schiff auch ja keinen Befehl hat zum Wegfliegen. Aber ja. Marco. Okay. Morelia, Hülle beschädigt. Andockerlaubnis, Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Wo komme ich jetzt hier rein? Andockerlaubnis, Hülle beschädigt. Gar nicht. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Ich probiere das Ding mal eben. Hülle beschädigt. Andockerlaubnis erteilt. Okay, dann ging es tatsächlich. Willkommen, Pilot Nummer 3. Sehr gut. Sie beide scheinen bereit für den nächsten Feldtest zu sein. Was ist denn das für ein Schiff? Positiv. Geometrische Eule. Notieren Sie sich die Stadt- und Informationen, die ich Ihnen hergestellt Yaki. Werde. Sehen Sie, Morea. Dieses Schiff wurde für eine archäologische Expedition gebaut. Es wird die Strahlung in Torus Wrack überleben. Zudem sind die Systeme darin so konzipiert, dass sie mit der alten terranischen Hardware und Software kompatibel sind. Ja, mein Schiff liegt doch weg. Die MK7-Computereinheit kann die Terraforming-Daten extrahieren, nach denen sich unser gemeinsamer Forscherfreund sehnt. Seien Sie gewarnt, dass die Terraner vielleicht nicht allzu gut darauf sind, dass wir in ihrem vergessenen Müllhaufen stöbern. Ich habe eine gefälschte Schiffs-ID gekauft, mit der Sie beide das Torus-Wrack erreichen können, ohne das Fragen gestellt. Das Schiff ist fast kaputt gegangen. Sie Patrouillen vermeiden können.
Sie können die gefälschte ID an einer Station herunterladen und direkt auf Ihr Schiff anwenden. Sehen Sie, mein Geschäftspartner war sehr auf Anonymität bedacht. Der fliegt doch jetzt wohl nicht da einfach durch, oder? Nee, der fliegt drüber. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sprungtor, get zu Fune. Das Schiff das jetzt da ab, oder nicht? Gefährliche Region entdeckt. Versuchen Sie nicht, den Schild Ihrer Kollegin in der Gefahrenzone zu testen. Sie benötigen ihn für die kommende Mission. Daher wird er nur aktiviert, falls es nötig wird. Ich schlage vor, Sie kommen da raus, bevor ich gezwungen bin, noch einen weiteren Assistenten für den Job zu finden. So machen wir das. Jetzt speichern wir das nochmal. Auch wenn mein Schiff jetzt Reparaturkosten verursacht hat. Ich bin jetzt schon wieder bei 500.000. Wo ich das schon mal auf 300 irgendwas runter reduziert hatte durch den Kauf von den ganzen Satelliten und so. Also es tut sich doch was jetzt durch den Handel und so weiter. Keine Ahnung, warum ich das nicht früher schon begonnen habe, sondern die ganze Zeit alles immer an die Station gebunden hat. Naja. Ist halt Terraner, ne? Also bei den anderen ist es deutlich einfacher. Dann ist die Station schnell gebaut und kommt locker blockig an die ganzen Materialien ran. Ich habe ja keinen Autopilot angehört. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Ah doch. Ich habe jetzt nur ausgeschaltet. Eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Nette Waffen. Erreiche System, Getzofune. Verteidigungsstation. So, weiter geht's. Voller Minen da vorne. Ja gut, die sind ja eigentlich... Eigentlich sind sie ja freundlich. Großkampfschiff und zweiter Kontakt Unruhe. Zweiter Kontakt Unruhe ist... wo ist das da? Eine H. Ah, die würde ich ja so gerne zerstört sehen. Das wird die jetzt hier auch gleich. Es sei denn, sie kommt raus. Ist raus. Jetzt hier drüben. Kurz, jetzt habe ich bestimmt die. Ah, jetzt habe ich sie verloren. Schade.
Andockerlaubnis erteilt. Andocken abgebrochen. Maskierung aktiviert. Terranisches Protektorat. Gut, jetzt sollten Sie beide als terranische Agrarpolizei durchgehen oder was auch immer die heutzutage tun, aber nicht selbstgefällig werden. Sie müssen trotzdem terranische Militärpatrouillen vermeiden. Insbesondere die größeren Schiffe sind so ausgestattet, dass sie seltsame Signaturwerte im Sensorbereich erkennen. Sagen wir einfach, dass nicht alle Module, mit denen sie ausgestattet sind, in diesem Raum ganz legal sind. Aber bitte erreichen Sie das Torus-Wrack irgendwann. Gut. Dann mal weiter. Seien Sie wachsam. In diesem Sektor gibt es terranische Landplagen. Vermeiden Sie es am besten ganz, in Ihre Scanner-Reichweite zu geraten. Im besten Fall werfen Sie sie raus. Im schlimmsten Fall fangen Sie an zu schießen. Das sind ja alles Transporter. Ist nicht so schlimm. Warum nicht jetzt? Darf ich ja eh hin. Fange Übertragung ab. Kommando. Ich bekomme hier seltsame Werte. Sollte die Torpatrouille Xenon-Präsenz nicht gemeldet haben? Negativ. Kein Xenon-Übergriff passierte das Tor. Könnte ein Schluck auf in dem einen Punkt sein. Ich lasse Plausibilitätsprüfungen laufen. Fange Übertragung ab. Kommando? Ich nehme Signaturen auf. Sind da Xenos, über die ich Bescheid wissen sollte? Negativ. Beschleuniger. Venus. Was ist denn das da oben? Unbekannte Station. Verbünde plus 30. Oh, seit wann das denn? Ach. Wahrscheinlich wegen der Maskierung. Nehmen wir mal an, wenn ich jetzt hier gucken würde. Terranisches Protektorat. Glaube ich nicht. Das ist cool. Das ist auch gut. Auch nicht gedacht, dass ich da schon bei 20 bin. Beschleuniger, Venus. So, jetzt müssen wir leider von der ungünstigen Seite rein. Station da oben. Venus. So, Weg finden nach der Mond. Da war ich definitiv noch nicht. Es ist ja wahrscheinlich... Ne, da. Jetzt terranischer
Plot oder... Die kommen da so durcheinander, aber ich denke mal ja, ne, aufgrund der Genesis-Geschichte. Das ist ja Terra, ne? Naja, passt. Das übe ich noch mal ein bisschen. Jetzt ein bisschen auf die Schilde warten und los. Erreiche der Mond. Also hier auf jeden Fall einmal raus. Von der Übertragung ab. Ja, das dachte ich mir. Ein Systemfehler, nichts zu melden. Sagen Sie dem Quartiermeister, dass unsere Scanner komplett überholt werden müssen. Ja, da ist die Erde, aber wo ist das... dafür. Das System ist größer, als es aussieht. Geld erhalten, 1000. Süß. 117 sind noch unterwegs. Unbekannte Station. Haben wir deren Schiffswerf gefunden? Signaturmaskierung versagt. Fange Übertragung ab. Kommando, melde Signaturwerte in Verstoß gegen das Strafgesetzbuch. 2025 AGI-Verordnung. Versuche zu lokalisieren. Fange Übertragung ab. Diese Mücken. Kommando, melde 2025 Signaturwerte. Suche immer noch nach der Quelle. Kann nicht weit sein. Erreiche Erde. Unbekannte Station. Da müssen wir hin. Hab sogar wieder einen Erfolg. Betrete unerlaubt die Erde. Tyrannischer Hybris an. Wir werden ihre Geheimnisse ausgraben und wenn wir gehen, werden wir die Technologie der Terraformer besser kennen. Mhm. Ich frage mich schon, ob sie noch zu ihren alten Taten fähig sind. Zielort erreicht. Analysiere Torus-Trümmer. Kartografiere mögliche Eingänge. Gut, dann muss ich wohl aussteigen, wa? Abgebrochen. Kartografierung abgeschlossen. Na gut, dann
Machen wir einmal raus. Speichern mal eben. Also einfach reinkommt. Werden wir gleich sehen, ne? Moreia. Maskierung deaktiviert. Aktualisiere. Das ist schon der verbesserte Raumanzug. An. Und dann geht's erstmal wieder zurück zum Schiff. Möglicher Eingang bestätigt. Erwarte Durchbrechung. Ihre Kollegin bittet um Ihre Unterstützung. Wenn Sie die Struktur in Ihrem Raumanzug versuchen, sind diese Tür zu öffnen, um Sie beide hineinzulassen. Was will ich dann tun? Es sollte einen Wartungsschalter geben, auf den Sie möglicherweise vom Raumanzug aus zugreifen können. Schalter in dieser Struktur reagiert auf die Polarisation des Handlasers und des Reparaturlasers, um zwischen den Zuständen umzuschalten. Schadensmittel sollten ebenfalls ausreichen. Die Schalter sind robust genug, um die meisten Arten von Missbrauch zu bewältigen. Ist das so durch, oder was? Ach, tatsächlich. Aber warte mal, da ist ein... Da ist ein Kraftfeld. Hast du das in dem Raumanzug? Erwarte Piloten. Außerhalb von Andockreich. Ihre Kollegin scheint in gewisser Hinsicht beeindruckend fähig zu sein. Aber sie scheint ihren eigenen Fähigkeiten als Pilotin nicht zu trauen. Oh, ein weiter Weg. Naja, darauf müssen wir nicht warten. Bis gleich. Aktiviert. So. Protektorat. Da sind wir wieder. Pilot Nummer 3. Speicher nochmal. Waffen einsatzfähig. Keine Sorgen um diese Tür. Nach dem Sammeln der Daten werden Sie einen anderen Weg hinausfinden.
Erwarte Durchbrechung. Da scheint eine Luftschleuse zu sein. Das bedeutet einen weiteren Wartungsjob für Sie. Das sollten Servicetunnels sein, die Sie auf die andere Seite dieser Tür bringen. Maskierung deaktiviert. So, und wo ist der Schalter? Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Raus da! Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Raus da! Was macht man jetzt hier? Da hätte ich mit dem Schiff hier durchgepasst? Nee, niemals. Finde einen Weg zum Öffnen der Luftschleuse. Jetzt hier weiter. Auch nicht sicher. Das manuelle Überschreiben dieser Türen ist ein mühsames Unterfangen, aber Sie schaffen das. Es ist natürlich Abwechslung zu vorher, aber es schockt trotzdem nicht sowas. Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Raus da! Ist das wieder da? Nee. Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Raus da! Erwarte Piloten. Lassen Sie Ihre Kollegin nicht zurück. Sie sind bald kritisch für die Mission. Geht doch gar nicht. Willkommen im Taurus Eternal. Segment Nummer 34, Teilsegment Lager. Identifikation und Warentransfergenehmigung erbitten. Gerät. Nicht richtige Rätsel, weil mir alles ein bisschen vorgegeben wird. Ne? Aber manchmal steht man trotzdem auf dem Schlauch. Moreia. Undock-Erlaubnis erteilt. Maskierung aktiviert. Terranisches Protektorat. Willkommen, Pilot Nummer 3. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Erwarte Durchbrechung. Und jetzt? Machen wir es gleich hier nochmal, ne? Moreia. Maskierung deaktiviert. Gemäß dem terranischen Schutzgesetz ist das ein Sperrgebiet. Identifikation erbeten. Gefahrenzone, raus da!
Moreia. Identifikation erbeten. Maskierung aktiviert. Terranisches Protektorat. So, speichern wir nochmal. Und ich hoffe, das geht dann gut. Ich hätte eigentlich einen neuen Speicherstand nehmen sollen. Pilot Nummer 3. Waffen einsatzfähig. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Transfer von Schiffen zu verschiedenen Teilen des Torus erreicht. Es sollte Bedienelemente geben, um die richtige Tür zu öffnen. Mhm. Achtung! Wir stellen den gesamten Schiffsverkehr im Hauptknoten C5, Segment 34 ein. Wartungsfunktionen werden eingeschränkt. Sie stehen bei den unerlaubten Betretens unter Arrest. Die Sicherheit wurde informiert. Festnahme bevorstehend. Sicherheit indisponiert. Bestätigt. Fordere Wartezeitschätzung an. Auf unbestimmte Zeit. Fordere Zeitschätzung für Hubsperrung an. Auf unbestimmte Zeit. Fordere Segment Nummer 34 Hauptfunktion an. Lagerung und Verteilung. Fordere Schätzung der Verteilungseffizienz an. Aufgabe kann nicht abgeschlossen werden. Hauptfunktion ungültig. Neustart initiiert. Kommando abgelehnt. Boost abgebrochen. Wo ist denn hier jetzt ein Schalter? Hier auf der Rückseite. Derzeitigen Standort zu bleiben. Nicht weitergehen, sie wurden gewarnt. Das klingt bedrohlich. Gehen Sie vorsichtig vor. Erwarte Durchbrechung. So, und jetzt? Andockerlaubnis erteilt.
automatische Undock-Erlaubnis. Verrückt. Markierung Schiff, ne? Aktiviert, Moreia. Willkommen, Pilot Nummer 3. Ich glaube, dass das hier so lange dauert. Waffen einsatzfähig. Annäherungsalarm. Feinde entdeckt. Geschützturm. Ja. Haben da unten also Geschütztürme. Sicherheitsprotokolle werden ausgeführt. Die Geschütztürme verbrauchen die gesamte verbleibende Energie in dieser Speichereinheit. Sie können die nächste Tür erst öffnen, wenn alle Geschütztürme außer Gefecht sind. Geschützturm. Oh mein Gott. Was ist denn? Torus Eta, Geschütztor. Okay, das lade ich nochmal kurz neu. Bis gleich. Da sind wir wieder. Geschütztor. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Speichereinheit. Sie können die nächste Tür erst öffnen, wenn alle Geschütztürme außer Gefecht sind. Torus Eternal, Geschützturm. Nehmen wir mal ein bisschen auf. Die sieht mich ja, ne? Gut. Speichern wir mal. Viel besser kann das eigentlich nicht werden. Gehen wahrscheinlich. Ja. Erwarte Durchbrechung. Speichern geht nicht. Jetzt wartet draußen nicht eine ganze terranische Flotte, wenn man rauskommt. Das wird doch bestimmt irgendwie... alarmiert haben, oder nicht? Torus Eternal, Segment Nummer 34. Standort. Waren zwei Schalter.
dem Ort, an dem Ihre Kollegin sich mit den Archiven des Domus verbinden kann. Jetzt müssen Sie die Schalter bedienen, um die Dateiübertragung freizugeben. Aktivieren Sie alle Schalter, um Ihrer Kollegin Zugriff zu gewähren. Geschützturm. Oh, okay, die sind zum Reparieren. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die hier vorne. Geht auch was geplant. Oh, die wollen mich doch ärgern. Joa, bin ich froh, dass wir zumindest ein automatische Credits hier verdienen. Knapp 300.000 kommen wieder rein. Moreia. Markierung deaktiviert. So, dann gehen wir erstmal darüber. Oder muss das in der Reihenfolge? Aktivierter Schalter 5. Betroffener Schalter 4. Das klingt vielleicht nicht gut mit dir, aber es kann nötig sein, eine Aktivierung rückgängig zu machen. Das ist dazu müssen. Speicherplatz reserviert. Übertrage Daten. Aktivierter Schalter 6. Betroffener Schalter 5. Achten Sie auf das Ergebnis Ihrer Interaktionen. Die Schalter beeinflussen sich gegenseitig. Jetzt haben wir Rätsel. Pausiert. Nicht alle Schalter sind sofort zugänglich. Ignorieren Sie die nicht reagierenden. Aktivierter Schalter 3. Betroffener Schalter 4. Aktivierter Schalter 4. Betroffener Schalter 5. Datentransfer wieder aufgenommen. Okay, sind die alle in Ordnung? Sie sind nicht autorisiert. Firewall wird gebootet. Das Sicherheitssystem versucht uns auszusperren. Setzen Sie das Entsperren fort, um es zu beschreiben. Datentransfer pausiert. Aktivierter Schalter 7. Betroffener Schalter 8. Umgehung erkannt. Knoten werden umgeleitet. Wie sieht der aus da drüben? Aktivierter Schalter 1. Betroffener Schalter 2. Umgehung erkannt. Knoten werden umgeleitet. Muss ich die nochmal machen? Aktivierter Schalter 5. Betroffener Schalter 4. Umgehung erkannt. Knoten werden umgeleitet. Gut, darf ich nicht. Muss ich ja darüber. Aktivierter Schalter 3. Betroffener Schalter 4. Umgehung erkannt. Knoten werden umgeleitet. Aktivierter
Aktivierter Schalter 6. Betroffener Schalter 5. Zugang verweigert. Identifizieren Sie sich. Oberst Diego Rodrigo, ID 758. Willkommen, Oberst Rodrigo. Aktivierter Schalter 4. Betroffener Schalter 5. Alle Schalter aktiv. Datentransfer wieder aufgenommen. Anlauferlaubnis erteilt. Maskierung aktiviert. Morella. Da vorne nochmal. Willkommen, Pilot Nummer 3. Waffen auf der rechten Seite. Aber gesichert. Datentransfer abgeschlossen. Archivsicherheit wurde durchbrochen. Initiiere Datenkorruption. Wir haben, was wir wollten. Jetzt aber raus hier! Okay. Speichern. Wir fixen mal raus. Rausgekommen. Ich hatte mir schon Gedanken über mögliche Fehlfunktionen gemacht. Wurde die Datenübertragung durchgeführt? Angeforderte Daten wurden zugewiesen. Wir sind am Treffpunkt und bereit zum Transfer. Wunderbar. Liefern Sie die Daten an diesen Ort, bevor irgendwelche Landlagen Sie erreichen. Und damit endet mein Anteil an unserer Zusammenarbeit. Sie waren beide recht adäquate Assistenten. Und ich erwarte, dass Sie beide zusammenarbeiten werden, um unser Projekt ordnungsgemäß abzuschließen. Alles Gute und lebe wohl. Lebe wohl. Schauen wir gleich mal, wo wir ankommen, ne? Wo müssen wir denn jetzt ganz hin? Nur bis da. Okay. Können wir das halt ja mal hier gucken. Was sind da? Die Asgard. Die Kyoto. Die Odin. Die Ragnarok. Wahnsinn. Tokio. Das Träger. Die Valhalla. Wissen wir was von StarCraft, die Wotan, Honshu, Kyushu, Autopilot und wieder ausgeschaltet. Das Bergbauschiff. Okay, hier haben wir glaube ich ein paar mehr, ne? Jagama. Das sind noch mehr als bei dem anderen, oder nicht? Das sieht scheiße aus, aber ich habe eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Das ist wieder der Osaka. Sapo. Sieht auch seltsam aus. Die Sünen. Die habe ich da unterwegs schon mal gesehen. Und der Frachter. Okay, mir fehlt hier doch ein bisschen was. Hätte ich nicht gedacht. Naja. Das ist eh alles noch in weiter Ferne. Okinawa. Erstmal docken wir hier an. Gucken wir mal, ob das Schiff behalten darf. Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss selber andocken. Wie rückständig. Das ist schon schön schnell, ne? Hat auch eine gute Bewaffnung.
nur unglaublich hässlich. Maskierung deaktiviert. Wir haben sie! Übertrage Daten. Moreia. Darf ich gar nicht? Kann ich dann so mit ihm sprechen? Sprich mit. Würde ich ja gerne. Moreia. Dafür müsste man mich aber rauslassen. Ich bin verwirrt. Mal wieder. Ich guck mal. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ich war einfach nur zu dusselig. Hier ist gar keine Scheibe. Ich habe gedacht, das wäre hier das komplette Cockpit und so weiter, aber die Scheibe ist halt vorgefahren. Technische Sicherheit an Patrouillen vor Ort. Und dann kommt man hier runter. Wir haben ein Schiff, das gegen Raumbeschränkungen verstößt. Erlaubnis zum Angriff erteilt. Ja, das war schon wieder doof. Datentransfer abgeschlossen. Endlich können wir terraformen. Es wird eine Weile dauern, diesen neuesten Schatz zu entschlüsseln, zu untersuchen und in unsere bestehende Terraforming-Forschung zu integrieren. Es könnte Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte. Jahre? Jahrzehnte? Ich grüße Sie, leitender Wissenschaftler. Es tut mir sehr leid, dass ich so hereinplatze und unterbreche, aber bitte hören Sie mir zu. Ich habe ein paar Algorithmen, die bei der Lösung Ihres Problems helfen können. Wir werden beschossen. Sie haben was? Die Integration der neu gewonnenen Daten in ihre bestehende Terraforming-Forschung ist abgeschlossen. Sie haben was getan? Ich kann es nicht glauben. Es ist alles da. Wir haben die Ergebnisse für unsere Forschung. Damit können wir Projekt Genesis sofort ausführen. Gaias Verkündung wird terraformiert. Danke, Borone. Erreiche Venus. Mit der neuen Technologie können wir einen richtigen Versuch machen, einige der Planeten zu terraformieren und unseren Leuten eine Heimatwelt zu geben. Sie haben dabei eine große Rolle gespielt und dafür sind wir dankbar. Wir haben jetzt Zugang zu ziemlich fortgeschrittenen Terraforming-Projekten. Dies wird erforderlich sein, um einen Teil des Terraforming-Schadens rückgängig zu machen, den die Xenon Segaris zugefügt haben. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir dabei sind, zu erreichen, was wir uns vorgenommen hatten. Endlich werden unsere Leute eine Heimatwelt haben. Die gleichen Daten. Sie bekommen eine Kopie. Sie interessieren sich für das Verhalten der Xenon und glauben, dass das Verständnis der ursprünglichen Terraforming-Technologie ihnen helfen wird, die Xenon besser zu verstehen. Wir lassen es bei den Boronen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem er alle unsere Terraforming-Forschungen schnell zum Abschluss gebracht hat. Ich weiß nicht, was unser Geheimdienst sich gedacht hat, aber es scheint mir jetzt, dass seine Einstufung als Krimineller eine Übertreibung gewesen sein könnte. Zumindest schien er bestrebt, diese Situation ohne jede Feindseligkeit zu lösen. Nochmals vielen Dank an Sie für die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Leben Sie wohl, mein Freund. Assistent! Ich habe immer noch die Terraforming-Daten, die wir so mühsam erhalten und zusammengestellt haben. Auch wir haben jetzt das Wissen, um neue, spannende Terraforming-Projekte umzusetzen. Das ist doch schön. Das ist ein bisschen Schiff. Ach, die sieht von hinten so aus.
Moreia. Mission abgeschlossen. Richte Langstreckenablink zu Kurumankami ein. Transferiere Expeditions-KI-Kern MK7. Leben Sie wohl, Pilot Nummer 3. Wo finden wir uns denn jetzt gerade? Dann dürfte doch jetzt eigentlich gar kein Gegner mehr da sein, ne? Erreiche Mars. Hier sind wir noch mal mitgesprungen. Dann können wir damit ja einmal dahin. Autopilot eingeschaltet. Ja, damit haben wir das erfolgreich abgeschlossen und können jetzt nichts. Mich verwundert. Es wird wahrscheinlich hier hinten dran irgendwo kommen. Und noch können wir tatsächlich nichts forschen. Na gut. Undock-Erlaubnis erteilt. Dann bumpen wir da nochmal kurz. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Wir reparieren das Schiff mal eben. Beispielsweise auf die 3 wechseln würden, dann hätten wir, also das müsste Gefecht sein. Eine leichte Verschlechterung. Aber der Schild ist doch normalerweise nicht so gut wie beispielsweise der hier, oder? Ja. Ist halt nur blöd, dass der eine Million kostet, ne? Und wenn wir den nehmen, wird's schlechter. Illegale Waren auf Drohne entdeckt. So, die Strahlen im Metall sind schon recht teuer. Und der Sprenglaser auch. Hier mal die besseren Varianten. Dann nehmen wir nochmal hiervon ein paar rein. Die nehmen wir mal raus. Warum wird das gerade so teuer? Irgendwo noch was ausgewählt, was ich nicht. Ja. So, die brauche ich im Normalfall nicht. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Wenn, dann vielleicht nochmal Ressourcen. So, dann würde ich tatsächlich hier einen von, da zwei von und natürlich noch die Reparatur an sich. Also das nochmal 200.000 weg. So schnell geht das mit dem Geld. Ich
dann. Aber das Ein- und Aussteigen ist natürlich schon cool, ne? Sehr, sehr schnell. Guten Tag. Genau, du. Überlege ich gerade, oder ob ich noch zu den anderen rüberfliege, wegen der dunklen Uniform. Oder ist mir das egal? Aber ist mir egal. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. So, und dann speichere ich mal und würde sagen, nach 1:45 ist mal wieder Zeit für einen Cut. Achtung, wichtige Durchsage. Ja, und dann geht's beim nächsten Mal mit diesem hässlichen Schiff weiter. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.